wir haben jetzt Mitte Mai, Ende Mai und ich fahre immer noch mit Winterreifen. Warum das so ist, erfahrt ihr gleich. Warum ich so lange jetzt keine Videos gemacht habe, das erfahrt ihr nach diesem kleinen Intro. Ihr habt euch ja sicherlich gewundert, warum es so lange kein Video von mir gibt. Das hat verschiedene Gründe, denn ich schreibe an meiner neuen Serie, falls der ein oder das andere mitbekommen hat. Und die nimmt mich extrem, zeitlich extrem mit. Deswegen komme ich einfach nicht dazu, Videos zu machen. Aber da meine Autoreifen jetzt gewechselt werden, von Winter auf Sommer, und es dauert ungefähr eine Stunde, dachte ich mir, ich nehme euch mal mit und erzähle euch ein kleines Update, was ich in der Zeit gemacht habe. Alles klar. Letztes Jahr habe ich ja in diesem Audible-Interview gesagt, dass ich eine neue Serie mache, die Halloween 2018 rauskommt. Und ich muss euch leider sagen, das werde ich zeitlich nicht schaffen. Es ist einfach so komplex geworden. Ihr habt ja wahrscheinlich Folge 2, wie entsteht ein Hörspiel, gesehen. Ich habe total viel Schreibblockaden gehabt, es ist so viel Holz, so viel zu recherchieren. Das schaffe ich einfach nicht und mein Timing ist trotzdem sehr, sehr straff. Ich schreibe 5 Tage sind eingeplant pro Folge, dann 3 Tage Überarbeitung, 5 Tage Schreiben, 3 Tage Überarbeitung, und das geht jetzt 8 Wochen am Stück so, ohne Pause. Ich habe keinen Tag frei, es sind Nachtschichten dabei, ich muss dieses Timing halten und dann sind wir am 3. August oder so fertig, also ich. Das ist schon hart zu wissen, es kommt schon wieder ein Marathonlauf. Jetzt wollte ich euch nur sagen, nicht, dass ihr euch schon freut auf Halloween, ich glaube nicht, dass wir das halten können. Also ich gehe sehr davon aus, dass wir es nicht halten können. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr über Facebook geschrieben habt, dass ihr mir Zeit wünscht und gute Muse, und ich soll mir Zeit lassen, das ist gut. Ich lasse mir keine Zeit, also es ist wirklich ein straffes Timing. Also nicht, dass ihr denkt, ach, der geht ja nur noch Autoreifen wechseln. Das tue ich nicht, aber ich freue mich, wenn die Zeit, wenn es abgeschlossen ist, weil dann kommt eine ganz andere Art von Arbeit, nämlich die Regie. Ich habe jetzt schon mit dem Steffen von Audible besprochen, was könnte es für eine Besetzung geben. Da sind wir aber noch zu keinem Punkt gekommen. Das wird ein eigener Film. Ah, ein kleiner Vogel. Willst du mit aufs Video? Und deswegen bitte ich euch um noch ein bisschen Geduld. Was kann ich noch erzählen? Ah ja, genau. Dann ist ja auch noch kein Video über meine Red Wings gekommen. Auch dafür habe ich keine Zeit. Ich habe im Moment keine Zeit für irgendwas. Was sehr schade finde, weil ich liebe es, Videos zu machen für euch. Deswegen habe ich jetzt gerade, ich schiebe mal diesen kleinen Vlog dazwischen. Der wird nicht lang, also ist fast eigentlich schon am Ende. Ich zeige euch gleich mal ein Bild, wie meine Schuhe jetzt aussehen. Einfach nur mal so, falls es interessiert. Ich trage die jetzt seit Januar, also Januar, Februar, März, April, Mai. Seit 5 Monaten trage ich die Red Wings. Die sehen dann so aus. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, stellt sie mir unten einfach in der Kommentarbox. Würde mich sehr freuen, dann kann ich da beantworten oder in den nächsten Film mit reinpacken. Ich werde dann auch, wenn ich endlich mal Zeit habe, den extra Film machen über die Software, die ich euch versprochen habe. Aber im Moment ist es wirklich, ja, mein Zeitfenster ist sehr, sehr klein. Und deswegen bitte ich euch noch ein bisschen um Geduld und freue mich trotzdem sehr, dass ihr euch diesen kleinen Film angeguckt habt. Abonniert doch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich tschüss. Winterreifen, Sommerreifen. So, die Winterräder sind gewechselt auf Sommer.
Und jetzt habe ich auch noch erfahren, dass mein TÜV abgelaufen ist. Ich freue mich sehr. Und dann noch zum Abschluss einen kleinen Tipp. Ich habe heute ganz dünne Socken angezogen, weil es so warm ist und dachte, ach, das ist toll für meine Red Wings. Ganz schlechte Idee. Ich habe schon gleich Blasen gelaufen. Also kleiner Tipp für euch, wenn ihr Red Wings tragt, immer dicke Socken oder Tennissocken, weil wir die dünnen sind, die nehmen schnell die Feuchtigkeit auf und reiben an der Haut. Es gibt Blasen, nicht schön, schmerzt. Ich freue mich, wenn ich sie gleich ausziehen kann. Die dünnen Socken. Also dann, jetzt wirklich. Tschüss.